Boah. Katastrophe. Was wir vormachen in der neuen Arena. Ja. Die ersten Saves vielleicht, hoffentlich. Das Problem ist doch, dass wir gegen die Dunkelheit kämpfen, weil wir Tag machen. Oder? Also wir drehen es um. Hey, das ist eine Baustelle und kein Spielplatz. Ricardo Möller, Pulier. Nix ist fertig, wenn man nicht alles selber macht, ne? Ja, heute Abend ist ja hier so ein bisschen. So ein bisschen Filmdreh. Also wollten wir die Fläche eigentlich aufräumen. Servus, ich bin der Daniel Fiesinger, 24 Jahre alt, die Nummer 30 vom EHC Red Bull München und Torwart. Servus. Mich kümmere ich mich um den Dreh heute Abend, den wir zusammen haben. Das heißt, wir gehen heute zum ersten Mal auf die neue Eisfläche. Servus, mein Name ist Justin Schütz, ich bin 20 Jahre alt, habe die Nummer 18 hier beim EHC Red Bull München und spiele als Position Stürmer. Wir drehen heute einen kleinen Shoot und der Justin und ich, wir haben quasi die Ehre, als erstes die Betonfläche, wo das Eis drauf ist oder später dann drauf ist, ein bisschen schon rund zu danteln. Ich erzähle euch mal, wie der Film eigentlich aufgebaut sein wird. Ne? Die zwei Gestalten seid ihr, schleichen quasi im Dunkeln über die Baustelle. Bepackt mit euren riesigen Taschen und ich sehe, deine Tasche ist wirklich mehr als riesig. Also der aktuelle Baustand ist, dass die Bodenplatten der Bowl fertiggestellt sind. Das ist dieser Tiefteil, was man hinter uns sieht. Diese Bodenplatten sind praktisch schon von der Trainingshalle. Das ist jetzt Tiefgaragenebene, UG3. Die sind wir gerade am Flechten. Wenn du das nicht täglich machst, diese Bewegungsführung, dann ist das für einen Laien oder für jemanden, der dem kannst den Plan lesen und weiß, welche Position wohin kommt. Aber wenn du eine falsch einbaust, dann ist vorbei. Dann baust du alles wieder zurück, ne? Weil die nicht mehr reinpasst. Ein Bau noch. Ja. Guck mal, ich sehe hier überall Nägel rumliegen. Wenn die heute Abend Inliner fahren wollen, dann ist das irgendwie nicht so toll. Super, oder? Also eigentlich müssten wir hier noch mal ein bisschen fegen. Schäfek, wo bist du? 24. Unten an Achse PJ steht diese Präprüffolie, diese kleine Container mit Pappe. Das ist die Achsen. Und zwar bin ich ein fauler Mensch und will nicht immer in mein Planhaus rennen. Deswegen war ich so frei und habe die Achsen vom Bauwerk alle an die Wand angesprüht. Das ist die Achse PJ. Die ist da auf der anderen Seite auch angesprüht. Ich bin genau auf dem Kreuz PJ P6. Wenn ich jetzt jemanden anrufe und der macht einen Plan auf, dann weiß er ganz genau, wo ich stehe. Karl-Heinz, kannst du die mal bitte aufhängen? Danke! Also selber dort war ich noch nicht wirklich, aber halt vorbeigefahren natürlich öfter und da schaue ich auch gerne mal rein. Und ja, wenn ich das sehe, denke ich mal, ich freue mich einfach riesig, da hoffentlich dabei zu sein, wenn die Halle immer weiter größer wird und dann auch endlich aufmacht, dass wir endlich in der neuen Halle spielen können. Ich war vor ein paar Wochen mal da am Olympiapark und habe halt so reingeschaut. Ist schon einiges passiert. Also ja, ich habe es ja nur gesehen, wenn ich halt hier lang gefahren bin, sieht es halt schon ein bisschen was leer aus. Ja, hier direkt. Das neue Stadion hat ja dann auch eine größere Kapazität. Das heißt, es lockt auch, denke ich, ein größeres Publikum an. Und ich meine, die Fans im Rücken zu haben, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Und ich freue mich auf den Moment, wenn man den Moment dann das erste Mal hat und im neuen Stadion mit den Fans. Ich denke, das wird eine unglaubliche Atmosphäre. Verrückt, oder? Das schaut krass aus. Oh. Wenn man jetzt erstmal so realisiert, wie das dann aufgebaut ist. Da geht hier ein bisschen so Geschichte zu Ende und ja, holt man einfach 3 Meisterschaften in der neuen Halle. Servus, ich würde die Eisfläche schon mal besprühen für den Dreh.
Kannst du mir zeigen, wo genau die Eisfläche verläuft? Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Eisfläche hier in diesem Tiefteil verläuft. Ja, ich bin jetzt kein Eishockeyspieler, aber das ist so. Also Eisfläche geht also bis zu dem abgesenkten Stiefel. Genau, ja. Okay, ja, perfekt. Dann kenne ich mich aus. Gut. Danke. Ja. Ja, hier ist es halt schon anders. Also der Puck verhält sich anders, wie er schießt. Er kann die Scheibe nicht so ziehen. Deswegen, es wird interessant werden, wie sich das verhält. Und vielleicht kann er mich ja auch schauen, ja. Super, sieht doch gut aus. Alles gut. Das wird schwierig, den Schuss zu bekommen. Ja. Du musst, der Mitschwenk funktioniert nicht. Das ist entweder das eine oder das andere, das funktioniert nicht. Ihr seid die Ersten hier! Das ist eine super Kulisse hier, also es macht Spaß. Dunkel ein bisschen mit den Lichtern jetzt. Nicer blauer Himmel. Die Ersten auf der neuen Fläche noch dazu. Ist schon sehr schön, ja. Definitiv was zum Genießen. Der sieht doch cool aus mit den Flares, oder? Ist doch gut. Super. Ja, aber jetzt haben wir das da noch raus. Ja. Dann ist es eh besser. Und wie läuft's? Servus Leute, die Spielfläche ist bereit. Genau die testen wir jetzt. Hey, was macht ihr da? Wir wollten doch nur die Ersten sein. Doch nochmal einen snipen vielleicht. Jawohl, ich danke euch sehr. Dankeschön, Jungs. Hört halt auf. Ja. Rücken Sie auch noch. Freut doch niemand.